Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einem kleinen Dankeschön-Video an euch da draußen. Wir haben über Nacht die 100 Abonnenten geknackt. Ich bin ins Bett gegangen, da hatte ich 98 und heute Morgen wache ich auf einmal sind es 104. Vielen, vielen Dank, dass wir jetzt endlich die 100 zusammen erreicht haben. Nach sehr, sehr langer Zeit, denn wir sind schon, über anderthalb Jahre bei YouTube beschäftigt und sind halt echt langsam gewachsen und manchmal auch echt stehen geblieben. An mehreren Zahlen, zuletzt die 75 und der Bereich da so rum, der mir echt Sorgen gemacht hatte. Denn wir hatten mal 78, dann ging es wieder runter auf 75, dann ging es sogar runter auf 70. Und ich dachte mir so, Alter, was ist denn nun los? Aber seitdem, so ungefähr einen Monat, geht es echt gut bergauf. Ich muss sagen, ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten 28 Monaten, wurde mir angezeigt, über 20 Abonnenten dazu gekriegt. Und ich bin da echt verdammt glücklich drüber, dass es jetzt so gut läuft, dass ihr mich gerne schaut und auch die Videos, die ich so mache, dass ihr mich mögt. Und ja, ich kann mich echt nur wirklich bei euch bedanken. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für mich bedeutet, dass ich jetzt so gut bei euch ankomme. Dass auch immer wieder neue vorbeikommen, dass jetzt so viele Kommentare geschrieben werden, auf die ich antworten kann, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und dass wir, halt auch mehr Likes kriegen jetzt und alles und mehr Aufrufe und dass das alles so gut bei euch ankommt. Und ich kann mich da echt nur 50.000 Mal bei euch bedanken. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Und in diesen 100 Abonnenten, da ist ganz schön viel Zeit vergangen und mittlerweile mache ich den Kanal ja eher alleine und ja, dann wollte ich auch mal wieder einen neuen Kanal-Trailer raushauen. Das wird im Zusammenhang mit den 100 Abonnenten-Special kommen, also das Special wird wie folgt aussehen, ich hatte das schon mal angesprochen gehabt. Es wird ein neuer Kanal-Trailer kommen, die lustigsten Szenen, die so bis jetzt gekommen sind, wo man sich halt ordentlich ablachen kann. Ich denke, da habt ihr was von. Und diese Community-Aktion, die ich vor einer Weile mal angesprochen hatte, das wird natürlich auch umgesetzt alles. Wir sind momentan schon dabei, beziehungsweise ich bin dabei, zusammen mit dem Prime. Und wir haben da ja mehrere Projekte am Laufen zusammen. Paragon zum Beispiel, da könnt ihr immer wieder mitspielen. Minecraft könnt ihr immer wieder mitspielen und ja, mal gucken, was da noch so in nächster Zukunft kommt. Black Ops 3 könnt ihr mitspielen. Einfach, schreibt einfach mal, was ihr so für Spiele habt, wo ihr mitspielen wollt. Und dann wird sich da schon auch was finden. Und ich kann mich echt nur nochmal bei euch bedanken, die 100 Abonnenten jetzt endlich erreicht zu haben. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe nachgeguckt. Und dann auf einmal 104 Abonnenten. Das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber ich war echt kurz vor den Tränen, so toll habe ich mich gefreut, dass das jetzt endlich so losgeht und dass wir auch so wachsen, dass die Videos gut ankommen, dass wir gut ankommen. Und ich sage irgendwie immer wir, aber ich mache den Kanal mittlerweile ja alleine, also ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, entschuldigt das bitte. Ich bin auch momentan dabei, ich habe ja einen neuen Kanalnamen und hoppala, da wird ein neuer Kanalbanner kommen oder ein neues Kanalbanner, ich weiß gar nicht, welches Deutsch da besser ist, welches Deutsch soll ich verwenden, Alter? Also ich weiß gerade nicht, was die Grammatik da richtig ist. Gut, dass ich nur Abi-Jahrgang jetzt bin auf dem Gymnasium. Und ich weiß, wie die Grammatik ist, aber scheiß drauf. Es wird ein neuer Kanalbanner kommen. Ich hatte da länger überlegt, was ich da so machen sollte. Das Profilbild habe ich ja selbst gemacht. Und den Kanalbanner hätte ich am liebsten auch selber gemacht, aber ich habe ehrlich gesagt
keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und mir fehlte da auch irgendwie so ein bisschen die Idee. Da habe ich mich mit Primer zusammengesetzt und er meinte, er hat da seinen Designer. Und der macht echt gute Sachen, das muss ich auch selbst sagen. Und dass er dann auch mal vielleicht sich mit mir in Verbindung setzt, dass man da vielleicht mal was zusammen machen kann, dass ich da einen neuen Kanaltrailer bekomme. Warte. Neuen Kanalbanner bekomme. Und ja, sobald der fertig ist, werde ich mich auch mehr um andere Sachen noch kümmern. Zum Beispiel habe ich eine YouTube-Seite. Warte. Ich laber nur Bullshit hier gerade. Alter, ich bin halt so mega gehypt. Ich freue mich so mega. Eine Facebook-Seite habe ich eingerichtet. Die ist noch nicht ganz fertig. Also soweit ist sie eigentlich schon am Start. Nur es fehlt halt noch der neue Kanalbanner, der da noch hinkommt als Titelbild. Selbes mit Twitter. Ich habe ja schon Twitter, oder wir hatten früher Twitter. Ich habe aber einen neuen Twitter-Account gemacht, weil wir ja auch, ich sag schon wieder wir, weil den neuen Kanalnamen, da muss man sich dann natürlich anpassen. Und da wird dann auch mehr kommen auf Facebook und auf Twitter. Ja, da heißen wir jeweils die Clubspurs. Ich werde das auch so weit, wenn das fertig ist, nochmal ansprechen und auch nochmal verlinken und alles, dass ihr da dann auch zufindet, dahin findet. Und ja, da werde ich dann auch ein bisschen aktiver werden. Nicht nur posten, wenn neue Videos kommen, auch mal so vielleicht irgendwas Geiles, was mir gerade passiert ist oder so, dass ihr da auch vielleicht so einen kleinen Einblick in das private Leben habt oder sowas. Ja, muss ich mal gucken, wie viele sich da für interessieren. Und ja, ihr werdet da dann auf jeden Fall immer auf dem Laufenden sein, wenn ein neues Video rauskommt oder irgendwelche allgemeinen neuen Sachen, neue Informationen zum Kanal oder sonstiges. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mitmachen würdet und ja, dass wir da dann halt auch so langsam mal in Wallung kommen und ein bisschen mehr zusammen machen können auch. Denn ich denke, da habt ihr ja auch ein bisschen was von, wenn ihr mit uns schreiben könnt, mit mir schreiben könnt, Entschuldigung, dass man sich da ein bisschen verständigen kann und ihr auch auf dem Laufenden seid und vielleicht hin und wieder mal, keine Ahnung, eine lustige Story oder sowas, was mir im Alltag passiert oder sowas. Mal gucken, was man da so machen kann, wie das bei euch ankommt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich habe gerade wunderschön in die Boxengasse geparkt. Das passt vom Zeitlichen echt perfekt. Ich bedanke mich nochmal wirklich sehr, 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 sehr doll bei euch für die 100 Abonnenten jetzt. Und ich hoffe, dass ihr mich weiterhin so stark unterstützt und immer wieder dabei seid in den Videos mit Kommentaren, Liken. Und Liken braucht ihr nicht mal, einfach in die Kommentare mal was schreiben oder so. Wobei man sich über ein Like natürlich immer freut, da sagt man ja nicht nein, oder auch ein neues Abo. Würde mich echt weiterhin freuen, wenn es weiter so geht mit den Abos und die Bereitschaft in den Kommentaren und die Likes und alles zusammen, dass die Projekte weiterhin so gut ankommen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für dieses Video und hoffe, wir sehen uns auch wieder im nächsten. Tschüss und nochmal vielen, vielen Dank.